Hallo, ich bin hier beim Animago mit Matthias Zabigl von Eichsponsor. Wie man es schreibt. Wir fangen das nochmal an, vielleicht. Von mir aus nicht. Okay, wir können das auch weiterlaufen. Dann lassen wir es weiterlaufen. Ich sage trotzdem nochmal, ich bin hier mit Matthias, der jetzt seine Firma selber nochmal vorstellen wird. Eichsponsor heißen wir. Und was macht ihr? Wir machen 3D-Animationen, Visual Effects ein bisschen. Und wir sind so fokussiert auf so einen Bereich zwischen Technik und Design irgendwo, dass man sagt, okay, wir machen so ein bisschen anspruchsvollere 3D schon, aber immer mit so einem Auge für Design, dass es auch hübsch ausschaut. Und Zielpublikum wäre dann so klassisch Fernsehwerbung, was so auf ProSieben läuft abends, die klassischen Werbeproduktionen. Wir machen als anderen großen Bereich Messebespielungen. Ist man in München relativ gut aufgestellt mit BMW und Audi. Wenn die irgendwo eine große Autoshow haben, stehen da gerne mal so 40 mal 12 Meter LED-Leinwände. Da muss auch was drauf laufen. Das könnten wir zum Beispiel machen. Oder jetzt immer mehr auch Online-Sachen. Nike zum Beispiel wäre so ein großer Kunde von uns. Die machen kaum Fernsehwerbung. Da rendern wir dann Filme, die sie auf Instagram benutzen, auf ihrer eigenen Homepage, Facebook, sowas. Und was war so bisher das Coolste, was ihr gemacht habt? Also wo du sagst, also jetzt nicht das Größte und Lukrativste, sondern wo du sagst, boah, das war geil. Das Coolste gibt's so eigentlich nicht, weil ich arbeite jetzt auch schon 10 Jahre in dem Beruf und da waren immer mal wieder so Highlight-Projekte. Wir haben viel für Red Bull gemacht. Das fand ich immer super. Formel 1, so ihre Extremsportabteilungen. Wir haben einen Film gemacht, wo damals Felix Baumgarten aus dem Weltraum abgesprungen ist. Der war super. Nike sind immer schöne Sachen, weil man sich da kreativ sehr austoben kann. Da gibt es auch keine Werbeagentur dazwischen. Da arbeiten wir direkt für Nike, was dann gut ist, weil wir auch Konzepte entwickeln können. Und die sind allgemein sehr offen, was so neue Ideen betrifft. Und was genau ist jetzt dein Job? Also mal in zwei Erklärungen. Wenn du einem absoluten Branchenfachmann in einem Satz erklären musst, was du machst und wie du es auf einer Familienfeier im entfernten Onkel im Alter von 85 Jahren erklären würdest. Auf meiner Visitenkarte steht Head of 3D. Was dann bedeutet, dass ich so ein Allrounder bin. Ich kann in allen Fachbereichen von 3D arbeiten. Ich habe so eine kleine Spezialisierung, die liegt bei Lighting Shading für den absoluten Fachmann. Und wenn ich es meiner Oma erkläre, dann ist es so, dass ich halt in den Fernsehwerbungen so ein bisschen Projekte leite und gucke, dass die ganzen Freelancer, die wir bei uns in der Firma haben, auch was zu tun haben, dass am Ende was rauskommt, was auch sinnvoll ist und hübsch und dass alle auf ein Ziel zuarbeiten. Und wenn ich selbst im Programm arbeite, bin ich oft für den Bereich Beleuchtung und Materialitäten von Oberflächen zuständig. Du hast vorhin gesagt, in München fühlt man sich ganz wohl durch verschiedene Firmen, die hier sind. Wie ist generell deine Einschätzung des Standorts Bayern für die Animationsbranche? Also wir fühlen uns hier auf jeden Fall wohl. Wir haben hier gegründet, weil die 4 Inhaber der Firma auch Münchner oder Bayern sind. Und deswegen lag es nahe, München zu nehmen, weil wir eh schon vernetzt waren in der Branche. Und es läuft wirklich sehr gut. Also gerade die Nähe zu den Automobilherstellern, was Kunden von uns sind, ist halt ein ganz, ganz großer positiver Faktor. Und auch sonst kann man ja auch sagen, okay, wenn ich jetzt keine wirklichen Münchner Kunden habe, ich bin ja durch Internet sowieso global tätig, wo dann der Standort wichtig, aber nicht ganz entscheidend ist. Und kriegt man auch die Leute, die man braucht, weil es ist ja eine relativ, ich würde mal fast sagen, junge Branche, weil sich einfach viel entwickelt? Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass in Bayern die Hochschullandschaft eigentlich sehr gut ist. Gerade die Hochschulen Augsburg-Nürnberg zum Beispiel, haben wir viele Praktikanten, die zu uns kommen und dann auch später dann als Freiberufler weiter bei uns beschäftigt sind. Ich selbst habe in Deggendorf studiert, da gibt es auch einen medienorientierten Studiengang. Also da ist schon von den Hochschulen her die Versorgung mit selbstständigen Freelancern sehr gut. Und einen Tipp für jemanden, der neu in die Branche reinkommt, sei es gerade von der Uni oder von irgendwo anders herkommt, wo soll er hingehen, was soll er machen, damit er Praktikum suchen, wäre so mein größter Tipp. Klar, Hochschulen immer wichtig, da eine gute Grundlage liegen, aber so wirklich die Arbeitsroutine bekommt man in Praktikas und da gibt es ja auch in München diverse Firmen, bei uns zum Beispiel oder die ganzen anderen, die es hier eben so gibt, bieten alle Praktikumsplätze an und da habe ich persönlich
auch gestartet und da lernt man dann so richtig, worauf es ankommt. Der Animago selber, die Veranstaltung und die Preisverleihung, was bringt dir persönlich oder euch als Firma hier präsent zu sein? Wir hatten das Glück, dass es uns mal eine Trophy gebracht hat, weil wir vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren mal gewonnen hatten. Das ist einfach eine wahnsinnig schöne Anerkennung. Dann noch eine abschließende Frage. Wenn ihr schöne Sachen animiert, die dann so super echt ausschauen, ist es dann... Ich hoffe immer, dass es schön ist und echt aussieht. Ja, aber ist man dann, wenn es keiner merkt, dass es animiert ist, ist man traurig oder stolz, wenn keiner merkt, was man gemacht hat? Nee, die Arbeiten, die wir machen, das merkt man eigentlich schon, weil wir nicht wie jetzt bei Hollywood-Filmen, wo man sagt, ich mache unsichtbare Effekte, die wirklich verschwinden und das Ziel ist, dass sie nicht erkannt werden. Die Arbeit, die wir machen, ist eigentlich relativ klar, dass das aus dem Rechner kommt, wenn sich Nike-Schuhe aus einzelnen Fäden aufbauen und dann fritzelt und krackelt es da so rum, das ist dann schon klar, dass es nicht gefilmt ist. Aber es ist trotzdem schön, wenn dann Fachpublikum und auch so normale Menschen einfach das anschauen und sagen, das war jetzt schön. Das ist so ein Satz, den höre ich sehr gern. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deinem Vortrag. Und ich bedanke mich. Dann wieder. Okay. Dankeschön. Danke.